Ich glaube, ich bin. So, Leute. Vor Habt ihr allem auch bei so dieser viel. Nacht, ich muss man immer doppelt gucken. Habt ihr auch so viel schwarz wie ich? Das Einzige, was ich nur höchstens sehe, ist nur der See, weil der halt von oben den Himmel spiegelt. Das ist auch wieder das höchste der Gefühle. Ich bin echt glücklich, dass ich dich als Freund hab, ey. Sonst würde ich ja echt, glaube ich, irgendwo im Nirgendwo. Vor allen Dingen geht die Nacht ewig. Ihr hört ja überhaupt nicht auf. Nee, beim besten Willen. Wenn ich hier irgendwas sehe, das ist wirklich ein Wunder. Weil ich verstehe auch nicht, warum ich hier nichts sehe. Ich will doch nur was wissen. Ich werde hier halt einfach diskriminiert. Selbst in der Aufnahme sieht man auch nicht mehr. Da sieht man genauso viel, wie ich sehe. Das ist super. Ich sehe wahrscheinlich noch die Halt's Bildschirmhelligkeit. Maul! Jetzt kannst du wieder reden. Weißt du, ich bin schon da unten, du, du bla 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 bla. Ich höre nichts, weißt du, ich sehe nichts, da ist schwarz außer um mich herum. Ach, ne, ich? Hier unten ist noch dunkler, glaub mal. Was denkst du, wie das für die Zuschauer ist? Ach, ich sehe doch nicht mal den Unterschied. Oh, dunkel und dunkler, ey. Bei mir sieht alles schwarz aus, gefühlt. Schwarz und grau. Es wird langsam heller. Man sieht langsam wieder was. Na super, das bedeutet wahrscheinlich gleich so umzingelt von 50.000 Rexen, ne? Hier schon vor mir. Um uns herum 50 Millionen Rexe, weißt du, und dann wird's zack hell. Und dann so, Weiler, wir kommen hier nie wieder lebend raus. Ich sehe sogar leider mal so. Oh Gott, das bedeutet, wir sind bald so weit. Wir sind bald gejagt zu werden. Das heißt, ab jetzt kann man wieder was sehen. Super. Kann es das sein, dass der Herr gerade nicht merkt, dass ich hinter dem bin? Vielleicht. Ja, ich sehe auch den einen Raptor. Ja, was ist ein Raptor? Der gerade trinkt. Ist das ein Herrer? Ja, den könnte man töten. Willst du? Nämlich hier liegt nichts mehr. Okay. Er geht gerade zu. Okay. Oh, Alter, was ist mit dem? Rocket Turtle! War glücklich! Ach du Scheiße! Oh yo! Rocket Tip! Alter! Oh Gott, das sind ein paar andere. Du rennst einfach hin, Junge, weißt du? Ich hatte ihn fast gehabt. Nur einen Millimeter. Scheiße, ey. Alter, aber das ist wie so ein Fitzegalli, Alter. Ja, das sind Heras, die gehen ab. Alter Schwede, weißt du, du siehst nur, bam, bam, der macht Agilität wie Pikachu, ey. Ja, hier liegt nichts zu fressen. Oh Gott im Himmel. Ne, hier ist nichts. Das war krank. Du siehst nur so, wie der plötzlich abgeht, weißt du, wie so ein Schnitzel, Alter. Du hast ihn kurz gesehen, danach hat er den Double Boost aus Sonic Forces benutzt, weißt du? Kennst du den? So ungefähr hat sich's angehört, ey. Gott im Himmel. Bleib mir weg. Komm, gib mir den scheiß Buß. Lauf. Super. Ich hör's. Na super. Na gut, aber er verfolgt uns anscheinend nicht weiter. Also, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Das heißt, ich werde jetzt ducken. Hallöchen, Melissa. Hallöchen im Hallo Stream. Melissa. Es ist doch. Bis zum Mäusemelken. Wir müssen gleich nur wieder warten, bis wir irgendwo eine blöde Leiche wiederfinden. Vor allen Dingen sehe ich eins, bei mir sind gerade fünf aktuelle Zuschauer, die sind wahrscheinlich gerade gespannt vom unglaublichen Schwarz, ey.
Die sehen so viel schwarz, die können schon nicht mehr schreiben. So schwarz ist denen vor Augen. Ich hatte ihn fast gehabt. Ich glaube, der hatte Schreck seines Lebens bekommen. Ey. Ja, das hast du doch gesehen, Alter. Raketenschildkröte, Alter, hieß ja sein Name. Alter. Weg war der. Wäre ich jetzt noch einen Millimeter näher gewesen. Ich hätte jetzt... Ich weiß, du hättest ihn gehabt. Du standst kurz davor. Man hat wahrscheinlich deine Schritte gemerkt und so, oh, scheiße. Nee, da hab ich gar nicht gemerkt. Da hab ich fast gar nicht gemerkt. Ich stand direkt fast hinter ihm. Ich weiß. Hab's ja selbst gesehen. Ja, ich hau mich ein bisschen ab von dir. Ich weiß ja, ich darf ja nicht zu dir. Sehr schön, dass Tag wird, dass man wieder ein bisschen was sieht. Allerdings ist das für Beutejagen einfach null Chance. Ja. Aber man sieht den Unterschied, wenn ich gerade so rumswitch. Nichts. Vor allen Dingen kann man ja jetzt schon wirklich die Nachtsicht schon ausstellen, weil jetzt sieht man tagsüber mehr. Ja, der Rex sucht uns. Das ist ein Alu! Jetzt lauft er. Ja, guck. Ne? Komm hier hoch. Komm hoch. Ich drehe mich aber sofort nur mit dem Schwanz hin, ey, weil mein scheiß roter Kopf im Weg. Wieso? Ich gucke in eine andere Richtung, damit du jagen kannst. Das ist ja furchtbar, mein roter Kopf. Irgendwann gehe ich auch weiblich. Die Männchen sind mir zu markant. Das ist echt schon unfair. Das ist halt eine Herausforderung, weißt du? Ja, Männchen wirst noch degradiert, weißt du, auf nichts. Weißt du, man sieht jetzt schon meinen beschissenen roten Kopf, weißt du? Weißt du, also du siehst sonst den Rest von meinem Körper nicht, aber du siehst mein beschissenes Rot. Ja. Also jetzt müssen wir gleich wieder so Glück haben wie beim letzten Mal, ey. Ja, hier ist nichts. Der ist schon viel weiter gerannt. Super. Oh, Melissa, wir haben keine Ahnung, wie lange wir streamen. Wir werden auf jeden Fall eine Zeit lang streamen. Also das auf jeden Fall. Also mindestens eine Stunde auf jeden Fall. Danach kommt es auf unsere Lust drauf an. Bei 2 Stunden gehen die Streams immer. Und je nachdem kommt noch ein Nachfolgestream, weil die Streams ja auf YouTube geladen werden. Ich darf ja nicht mehr als 2 Stunden hochladen. Blödes YouTube. Das bist du. Jo. Dein beschissener Rotkopf ist da. Ah, Mann, ey. Und siehst ja selbst, weißt du, du bist kaum sichtbar und du siehst mein beschissenes Rot schon aus 50 Metern Entfernung. Aus 50 Meilen eher schon gefühlt, ey. Essen? Haben wir wieder das Glück? Ja, aber das ist ein scheiß Alberto. Soll ich einfach rangehen? Ja, geh du hin. Ich mit meinem Rotkopf fahren, du. Wo gehst denn du hin? Bist du bescheuert? Hier unten ist dessen. Ja, ich hab's gewusst. Ich wollte dich nur testen. Dann lass mich dann voraus. Ich geh jetzt. Okay, du gehst jetzt. Ist mir egal. Ach, das ist dieselbe Stelle von vorhin. Was ist der Alberto von ihm? Ja. Er ist doch an derselben Leiche wie ich. Ja, er rohrt uns ja nicht an. Ah, der sagt, wo ist denn gerade die Leiche, die er da hat? Das ist wahrscheinlich sein. Okay. Sieht so gerade aus, weil er steht dort. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir das gegessen haben, können wir wahrscheinlich nicht auch die andere Leiche. Nee. Sieht so aus, als ob er es beschützen wird. Ist wenigstens schön, dass... Ja, sieht so aus. Als ob er Corpse Guarding macht. Oh.
Rex da drüben chillt aus entnehmen. Oder Giga, keine Ahnung. Wir haben ja Leiche hinten dran. Ja. Ist auch gut so. Da hinten ist die Turtle, doch gleich die Turtle. Das ist wieder die Rocket Turtle oder was? Ja. Meine Güte, ey. Wir haben jetzt wieder mal es geschafft. Oh, Licht! Oh, man kann im Sonnenlicht stehen. Ich geh trinken. Pass auf deinen Kopf auf. Soll ich? Okay. Na gut, wenn irgendwas Fettes kommt, sind wir eh gearscht. Ja. Ich tue euch eh nichts, das will ich euch antun. Ich bin eh hilflos. Ja, vielleicht ist es für ein Territorium. Aber das siehst du ja, ne, wollen nur essen, so ist auch. Muss nicht gleich überpanisch reagieren. Die scheinen hier schon die Regeln zu wissen. Also Software lesen mit. Siehst du, ist ja hier sehr offen. Mal gucken. Alberto ist auch. Oh, zwei Rechse. Ja. Hau ab. Oh, die merken. Ja, die merken, dass sie das nicht können. Dass sie nicht an Leichen essen können. Oh Mann! Ey, was ist das denn der Scheiße? Ey, diese Kacksteine immer, ne? Ja. Boah, ey, die kotzen mich an. Weißt du, du läufst gegen was und denkst dir so, warum komme ich nicht vorwärts? Weißt du, so ein kleines Steinchen, weißt du? So ein kleines Steinchen hält dich auf! So. Oh. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Das regt mich doch auf, so kleines Steinchen, weißt du? So ein kleiner Stein, weißt du? Als ob du nicht drüber laufen kannst. Boah. Wir sind Ceratosaurier, wir sind automatisch. Broke für unsere Leiche. Ja, die haben Probleme mit den Gigas. Die beschützen ihre Leiche. Ja. Ich geh weg. Ich geh brav weg, weil ich hab keinen Bock auf Ärger. Wir haben es ja auch richtig gemacht. Distanz und dann abgezischt. Ich hab dich vorrennen lassen, also wenn, dann wäre ich gestorben. Hat ja auch noch den Boost bereit gehabt. Ich bin immer bereit zu rennen. Vor allen Dingen, die Hexe haben ja immer den beschissenen, die beschissene Sache, dass sie... Hauptsache, ich verstecke nur meinen Rotkopf. Ist eigentlich die bessere Tarnung für mich. Weißt du, nur meinen Rotkopf verstecken, ey. Wir haben hier keine Tarnung. Wir haben mehr Tarnung, wenn ich meinen beschissenen Rotkopf in einen beschissenen Busch stecke, Mann. Oder wenn ich mit meinem Schwanz... Weißt du, Leila, das ist meine Aufstellung fürs Schleichen, ey. So sieht man mich nicht. Ich muss meinen Schwanz entgegenstrecken, ey. Mein Kopf ist einfach zu furchtbar. Willst du gucken, ob das Essen noch da ist? Ja. Ich gehe dann. Und da wollen wir weiter weggehen. Nee, es ist bisher unsere einzige Futterquelle. Also Jagd hast du gesehen, wie gut wir jagen. Der Austro! Wo ist er? Bleib stehen! Ja, ich sehe. Oh, Spino. Ich sehe es gerade, Spino. Komm mir näher und ich renne. Ich weiß, dass ich eine scheiß Ahnung habe. Vor allen Dingen hast du gerade übelst geleckt, deswegen konnte ich dich zum Teil nicht hören. Natürlich, du stehst offen im Arsch. Das ist alles gut. Nee. Immer noch besser, als wenn ich meinen Rotkopf entgegenstelle. Jo, es ist hell. Jeder sieht dich. Vielleicht bin ich einfach nur ein Fels in der Brandung. Mit Schwanz. Wir müssen dann nochmal zurück. Eigentlich. Wir haben halt sonst... Oder wir gehen halt woanders. Oh, da geht's los. Oh Gott. Ja, das kannst du vergessen. Ich sehe gerade den Tank. Ja, das ist eine andere Stelle. Wir waren doch weiter links, oder? Bei uns. Nee, das ist die Stelle. Oh, ich sehe es gerade auch, ja. Da, was für ein Tier ist denn das, was da gerade ist? Das ist gerade lebensmüde.
Der Austro, der kann vor allem wegrennen. Ah, deswegen gönnt er sich. Spino. Obwohl gerade, aber da hat er gesehen, dass wir ihn gesehen haben. No. Kratzkurve. Tschüss. Ich Kratzkurve. No. Wir müssen uns eine andere Stelle suchen, da unten ist zu viel Krawall, ja. Aber anscheinend scheint es doch interessant zu sein. Wir sind 4 Zuschauer, aber die reden gar nicht im Chat. Wahrscheinlich sind sie gerade sehr, sehr gespannt. Wahrscheinlich ist es doch recht spannend. Ich weiß gar nicht. Wenn irgendwelche Leute zuschauen und schreiben können, schreibt gerade über irgendwas. Ob es so spannend ist, dass sie nicht mehr schreiben können oder so. Wow! Nett! Wenn du schießt nach Rotkopf, hau ab! Und der schreit da immer noch. Bleib stehen! Bleib stehen! Ich lass dich eh vorjagen. Ich bin nur deine Nachhut, weil ich einen beschissenen Rotkopf hab. Wo ist er? Ich würde so etwas begünstigen, die Spuren zu haben. Na? Boah, ich sehe nichts. Er ist weg. Super. Hier läuft irgendwas Großes rum. Läuft die ganze Zeit. Oh. Bitte. Steckt einen beschissenen Schwanz und so in den Wall. Nicht bewegen. Er steht. Und guckt dahin. Zu mir? Zu dir, gut. Oder? Ich weiß gar nicht, wo er hinkommt. Hab dich gerade gefragt. Ich seh's einfach. Ich seh's gar nicht, ich renn durch Bücher. Also er guckt irgendwo anders hin, so wie es aussieht. Ich hab hier 3D-Loser, aber was würde ich jetzt dafür, da steht ein Giga davor, ey. Ach ja, da hat sich anscheinend ausgelockt. Ist da gestanden und ist jetzt rausgegangen. Die haben mich gar nicht gesehen, aber ich mache da keine Jagd auf die. Da sind mir ein Giga, ein Spino und dann... Ja. Oh. Hi. Hi. Ey, dass die sich so aufeinander hocken, ey. Das ist furchtbar. Es bedeutet ja auch relativen Schutz, wenn sie immer in der Nähe von irgendwas anderem sind. Das kommt schon keine schlechte Taktik für ein Kleintier. Ja, aber die Lust mit Giga und Spino, das kommt. T-Rex, ja, hier ist alles. Hier ist alles, was einen zerstört. Oh, der ist wirklich eine Dilo da unten. Ich setz jetzt drauf an, ey, mir reicht's. Ich hab Hunger. Ich brauche langsam einen Korb, ey. Wo ist er? Verlierst du irgendwie mehr Hunger? Oder warum sagst du, du hast langsam Hunger? Ich verliere sehr schnell irgendwie. Ja, ich weiß, wir verlieren grundsätzlich viel Hunger. Wie viel hast du? 3/4, oder? Dann hast du schon die Hälfte, oder wie ist denn das? Hälfte? Hier liegt okay, Essen! Du frierst echt mehr als ich, ey. Ich kann nicht drauf fressen! Was soll das? Ich geh dran. Vielleicht finde ich ja den Punkt. Nee. Na, das sieht scheiße aus hier. Jo. Letzte Hoffnung wurde zerstört. Ja, die sind bei den T-Rexen. Oh, komm, ey. Das ist halt eher Schutz, relativ in der Nähe von irgendwelchen Groß... Ich glaube, es ist ein Opfer. Okay. Gib mir den Buch.
hoffe, das ist jetzt nicht irgendwas, was nicht gerade zum Töten ist. Na, okay. Ich bin ein bisschen weiter hinter dir. Ich bin leider degradiert. Kobolde! Wie, ich kann jetzt nicht drauf fressen. Hast du ihn getötet? Ja! Ich hab ihn gewischt, Lass dich zuerst. Ja, ja, das hast du wenigstens jetzt 3/4? Ein Viertel habe ich jetzt. Hier liegt auch was. 3/4, oder? Hast du? Ein Viertel bedeutet, du hast ja gar nichts mehr. Ah, Mann, machen. Du weißt, wie ich das meine. Ess draus. Nächste. Soll ich? Ja, mach! Ess! Solange der Hunger da ist. Ja, solange das Essen da ist. Hunger bedeutet immer, dass du kein Essen... Oh Gott. Ah, Mann, wie soll ich sagen? 3/4 voll. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt bin ich voll. Am besten, wir müssen statt der Hungerleiste sagen, dass es die Nahrungsleiste ist. Ja. Daraus kann man nämlich fressen, ne? Ich bin gerade voll geworden. Gerade so. Und das heißt, wir dürfen wieder irgendwo hin. Hauptsache, wir haben Dauerhunger, Alter. Wir sind so, als ob wir gerade von einer Diät kommen, ey. Und gerade unser Frustessen machen. Jojo-Effekt, Mann. Der arme Kerl, der wusste wahrscheinlich nicht, was um ihn jetzt gerade geblüht ist, ey. Nee. Ist gut so, wenn du alleine jagst, ey. Mein blöder Rotkopf, ey. Ich glaube, der wollte sich gerade auslocken, aber ich habe ihn gerade getötet. Na gut, wir haben gejagt, also... Also wenn er so offen dasteht, ist er selber schuld. Jo.